Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Gut. Es gibt Sauerstoff auf diesem Planeten, aber trotzdem, werfen wir mal kurz den Scanner an. Okay. Carbon. Clean. Das klingt ja toll, wobei mich irgendwie wundert, ich habe das die letzten 200 ich habe mein PKA-Meter daheim vergessen, aber ganz im Ernst, wo ich jetzt schon auf diesem verlassenen komischen Stein namens Erde gelandet bin, könnte ich mich doch mit ein bisschen Erdenunterhaltung beschäftigen. Und was fällt einem da eher ein als die großartige klassische britische Fernsehserie Doctor Who? Seit über 60 Jahren ist Doctor Who quasi in aller Munde und wir haben jetzt im Jahr 2021 von Pandastorm eine neue Blu-ray-Veröffentlichung im Mediabook bekommen. Dabei handelt es sich um die Episode Horror im E-Space, den zweiten Teil der E-Space-Trilogie, nachdem vor kurzem mit dem Titel Verschollen im E-Space der erste Teil erschienen ist. Und ja, ganz am Anfang haben schon einige Leute gesagt, aber Horror im E-Space ist doch eigentlich gar kein so toller Titel. Doch. Würde ich jetzt ganz einfach einmal sagen, einerseits finde ich es cool, dass bei den deutschen Titeln der E-Space-Trilogie das Wort E-Space einfach im Titel enthalten ist, weil wie soll man bei den Originaltiteln Full Circle, Warrior's Gate und State of Decay direkt einmal erkennen, dass diese Folgen zumindest lose irgendwie zusammenhängen. Außerdem, wenn man den Titel von dieser Episode State of Decay direkt übersetzen möchte, dann, keine Ahnung, das Stadium des Verfalls, der Zustand der Verwesung, das passt irgendwie einfach nicht. Außerdem ist Horror im E-Space deswegen ein guter Titel, weil er einfach zum Inhalt der Folge passt. Und für diejenigen, denen der Titel zu reißerisch ist, darf ich daran erinnern, dass es immer noch Titel wie Schwarze Messe auf blutrotem Altar gibt, aber Wir schauen einmal kurz auf die Geschichte vom Horror im E-Space, denn das ist tatsächlich von den Doctor Who-Episoden, die ich euch hier auf meinem YouTube-Kanal im Blu-Ray-Check bislang ausführlicher vorgestellt habe, wirklich eine der spannendsten. Denn ursprünglich wurde die Episode von Terence Dix bereits 3 Jahre vorher als Teil für die 15. Staffel im Jahr 1977 geschrieben. Es sollte ursprünglich unter dem Titel The Wasting oder The Witch Lords oder The Vampire Mutation eigentlich eine klassische Vampirgeschichte sein. Etwas, das die BBC zur damaligen Zeit jetzt nicht wahnsinnig leiwand gefunden hat, denn sie haben quasi gerade mit großem Budget und großem Tamtam unter dem Titel Count Dracula eine andere Adaption von Bram Stokers Dracula-Stoff verfilmt und wollten jetzt natürlich nicht, dass die wesentlich bekanntere Serie Doctor Who bei ihrer anderen Produktion irgendwie dazwischenfunkt. Deswegen wurde das Serial damals wieder gestrichen und dann im Rahmen der 15. Staffel durch das Serial Horror of Fang Rock ersetzt. Aber die Geschichte erlebte dann glücklicherweise eben 3 Jahre später ein Comeback und wurde dem Regisseur Peter Moffat angeboten, der, wie es sich eben auch Nathan Turner erwartet hat, von dem Stoff wahnsinnig angetan war. Also wurde das Serial dann natürlich, wie sich's auch gehört, überarbeitet, was dann allerdings nicht mehr so gut ankam und deswegen hat Moffat dafür lobbyiert, nein, ich möchte die Originalversion haben, denn was Christopher Bidmead bei seiner Überarbeitung in erster Linie entfernt hat, waren diese ganzen Gothic und Horror-Hammer-Elemente, die man eben auch bei den klassischen Dracula-Filmen mit unter anderem Christopher Lee und Peter Cushing sehen und lieben gelernt hat. Das war es eben auch, was Moffat angesprochen hat und deswegen hat er sich darum bemüht, dass die Originalversion wiederhergestellt wurde und die wurde dann eben auch tatsächlich verfilmt. Bis heute haben übrigens sowohl Lala Ward, die Schauspielerin von Romana, als auch Matthew Waterhouse, der Darsteller von Edric, gesagt, dass Horror im E-Space ihre persönliche Lieblingsepisode von Doctor Who ist, von den klassischen Folgen. Und ich kann es wirklich nachvollziehen. Auch von den ganzen Classic-Episoden, die ich bis jetzt gesehen habe, ist Horror im E-Space eine der spannendsten, eine der abwechslungsreichsten und vor allem auch eine der atmosphärischsten. Weil wer meinen Kanal hier öfter verfolgt hat, weiß, ich liebe die klassischen Hammer-Horror-Filme und vor allem die klassischen Hammer-Vampir-Filme. Und ich liebe eben diese gotische Atmosphäre, die man großartig
bis hin teilweise zu Musik und zu einzelnen schönen Nahaufnahmen der Vampir-Augenpartien hervorragend reproduziert hat. Teilweise hatte ich eben sogar noch den Eindruck, dass man sich bei der Musik einzelner Klänge und einzelner Melodien aus dem damals bekannten italienischen Kino à la Mario Bava und Dario Argento bedient hat und was das Ganze, finde ich, ebenfalls noch etwas aufgewertet hat, wenn man sich teilweise denkt, das klingt ein bisschen nach Goblin. Tolle Interpretation und vor allem tolle, spannende Inszenierung. Und spannend übrigens ist bei dieser Episode auch wieder das, was hinter den Kulissen passiert ist. Und das ist in diesem Fall in erster Linie etwas tragisch, denn Doctor Who-Darsteller Tom Baker war während der Dreharbeiten zu Horror in E-Space relativ schwer krank. Scheinbar hatte er eine Stoffwechselerkrankung, die ihn einerseits zahlreiche Kilos abnehmen ließ, was man in einigen Szenen auch wirklich deutlich sieht. Außerdem war sein übliches gekräuseltes Haar dann teilweise plötzlich glatt und man musste ihm zwischen den Takes teilweise zum einzigen Mal seines kompletten Doctor Who Runs künstliche Dauerwellen verpassen, die dann aber teilweise trotzdem nur für wenige Minuten gehalten haben. Das heißt, Tom Baker hat in dieser Folge einfach etwas überraschend glattes Haar. Außerdem hat Regisseur Peter Moffat noch angemerkt, dass Tom Baker ziemlich streitsüchtig war während dem Dreh und gerne eigentlich die gesamte Produktion selber leiten und selber Regie führen würde, aber nachdem er dann mit Moffat auf einen Drink gegangen ist, haben sich die beiden irgendwie zusammengerauft. Aber das war noch nicht alles, was Tom Baker während der Produktion von Horror in E-Space durchmachen musste, denn er und Lala Ward, die Schauspielerin von Romana, waren während der Produktion, sagen wir mal jetzt, nicht wahnsinnig gut aufeinander zu sprechen, denn die beiden hatten einige Wochen vorher eine Romanze und das Ganze ging nicht so gut aus. Aber dann kam Matthew Waterhouse daher und beide waren sich relativ einig, den können wir beide nicht leiden. Und das hat sie irgendwie wieder zusammengebracht und tatsächlich haben sie dann gegen Ende von dieser Produktion von Horror in E-Space ihre persönliche, private Beziehung wieder auf die Reihe gebracht und haben tatsächlich ihre Verlobung bekannt gegeben. Gut, das hat jetzt auch nicht so lang gehalten, als sie dann 1980 eben nach der Produktion geheiratet haben, war es noch 16 Monate wieder vorbei. Aber was wahnsinnig interessant war, Lala Ward hat sich dann 13 Jahre später im Jahr 1993 endgültig aus der Schauspielerei zurückgezogen und eben tatsächlich für ihren dann Mann, nämlich Richard Dawkins, der Evolutionsbiologe, einige Bücher geschrieben und illustriert. Das bekannteste wahrscheinlich ist das Sachbuch und es entsprang ein Fluss in Eden. Das allerdings eben nur am Rande. Kommen wir zu Matthew Waterhouse. Horror in E-Space war das allererste Serial, das er im Doctor Who-Universum gefilmt hat, obwohl es nicht das erste war, das ausgestrahlt wurde. Das war natürlich der erste Teil der E-Space Trilogy Full Circle, beziehungsweise verschollen in E-Space. Aber er war unter anderem etwas unhöflich zum Beispiel zu seiner Kostümdesignerin, weil er unbedingt mit seinem Kostüm essen gehen hat müssen und hat sich jetzt ehrlich gesagt auch mit den etablierten Schauspielern, aka Tom Baker, ein bisschen angelegt, in denen er als unerfahrener Jungschauspieler teilweise gemeint hat, der könnte sich Anweisungen widersetzen vom Regisseur oder ihnen einfach Anweisungen geben, wie sie ihre Dialogzeilen zu sagen haben. Das ging dann eben nicht wahnsinnig gut aus. Er hat dann irgendwann einmal versucht, in einem Pub sich mit Tom Baker zu versöhnen, beziehungsweise ihn anzusprechen. Und als er dann rübergegangen ist, erfuhr er von Tom Baker nur "Piss off". Das, ja, führte vielleicht zu einem nicht ganz besonders tollen Verhältnis am Set, aber ich nehme mal an, dass sich das dann über die nächsten Jahre vielleicht ein bisschen verbessert hat. Interessanterweise übrigens waren nicht nur die Haare von Tom Baker problematisch bei der Produktion von Horror in E-Space, sogar Edric, Matthew Waterhouse, musste eine Perücke tragen, weil er eben gerade zuvor in einer anderen Serie als Schuljunge mit ganz kurzen Haaren aufgetreten ist und das eben noch nicht zu seinen wirklichen Edric-Haaren gepasst hat. Wer genau hinschaut, erkennt sogar, dass das eben nur in Horror in E-Space ist. Bei verschollen in E-Space hat er keine Perücke und seine echten Haare, weil dazwischen, zwischen Horror und Verschollen, wurde Meglos gedreht und Waterhouse hatte eben genügend Zeit, dass seine Haare wieder nachwachsen konnten. Ebenfalls cool ist, dass einige Props aus diesem Serial, aus der anderen BBC-Serie Not the 9 O'Clock News stammen, die quasi ein Studio weiter gedreht wurde und man hat sich dann einige Dinge geborgt und ebenfalls gibt es zum ersten Mal zu sehen eben ein verbessertes K9-Prop.
in dieser Serie. Aber so viel tatsächlich einmal über die, ja, das war wirklich viel, über die Produktion von Horror im E-Space, eine der wahrscheinlich sowohl vor als auch hinter der Kamera spannendsten Episoden aus dem Doctor Who-Universum, weswegen ich mich eben wahnsinnig freue, dass wir am 3. September 2021 hierzulande dank Pandastorm auch wieder eine limitierte DVD- und Blu-ray-Veröffentlichung im Mediabook spendiert bekommen haben. Und die wurde mir vom Label für dieses Video dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und deswegen freue ich mich drauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check das limitierte deutsche Mediabook von Horror im E-Space näher vorzustellen. Bevor wir uns mit dem eigentlichen Mediabook beschäftigen, möchte ich noch einmal einen kurzen Blick auf diesen Cover-Aufleger werfen, der, wie bei den anderen Mediabooks von Pandastorm üblich, nur auf dem Mediabook-Frontcover liegt und nicht angeklebt wurde. Da finden wir eben einerseits einen Hinweis auf das Collector's Edition Mediabook bekommen, ein paar Details rund um diesen Release, so eben beispielsweise, dass diese Folgen extra für den Release neu synchronisiert wurden, beziehungsweise es über 3 Stunden an Bonusmaterial gibt. Wir sehen das große FSK-Logo und natürlich auf der Rückseite ebenfalls noch etwas Werbung zu anderen Doctor Who-Veröffentlichungen. Schauen wir an der Stelle vielleicht einmal gleich aufs Backcover, denn auch da finden wir das eigentliche Mediabook-Backcover nicht auf das Mediabook gedruckt, sondern auf einem Zettel, der aber hier im Gegensatz zum Frontcover an einer Stelle angeklebt wurde. Da bekommen wir einerseits die Inhaltsangabe zu diesem Serial, wir bekommen ein paar weitere Bilder aus den 4 Episoden, einen ganz, ganz kurzen Abriss zum Bonusmaterial, dazu später wirklich noch einmal wahnsinnig wesentlich mehr und sowie die technischen Details. Wenn wir jetzt einmal dieses Backcoverblatt abmontieren, dann finden wir darunter natürlich, wie auch bei den anderen Pandastorm Mediabooks, ein Bild von der TARDIS, beziehungsweise rechts unten unsere individuelle Limitierungsnummer in einer wirklich sehr, sehr schönen Silberfolien-Druckversion. Aber wechseln wir zurück auf das Frontcover. Das ist in diesem Fall, finde ich, ganz besonders großartig gezeichnet. Ich habe an der Stelle, das brauchen wir dann später noch, ein paar von den älteren Pandastorm Mediabooks zur Hand. Und ich finde, wenn man da die Artworks vergleicht, merkt man eben tatsächlich auch, wie sehr sich dieser Zeichenstil von Valentina Belli über die Jahre auch einfach positiv entwickelt hat. Wie schön dieses Digital Painting hier aussieht auf dem Mediabook Frontcover. Und vor allem, was mir aber schon eben bei den älteren Mediabooks immer sehr gut gefallen hat, ist, wie toll diese einzelnen Bildelemente arrangiert sind. Einerseits eben diese, ich sag gerne, versteinerte Rakete dazu, das quasi große Vampirschloss, wunderschön eigentlich, wie das eingenommen wird von diesem riesigen Mond, wo offensichtlich derjenige, der hier im E-Space GTA gespielt hat, mindestens 2-mal draufgeschossen hat. Außerdem haben wir etliche Fledermäuse, die hier sehr cool herumfliegen, was ich wirklich cool fand, aber da war ich scheinbar wirklich fast allein da in diesem Serial, weil einige Leute haben sich dann tatsächlich nachher bei der BBC beschwert und schickten Protestbriefe, weil, aber so Fledermäuse sind ja gar nicht so aggressiv. Ja, aber ihr wisst schon, was Fiktion bedeutet. Oder? Apropos die ersten 3 Buchstaben. Schauen wir noch einmal auf den Titelschriftzug. Who steht hier groß natürlich. Das Ganze wunderschön arrangiert, genauso wie eben auch bei den anderen Mediabooks aus der Pandastorm Doctor Who Reihe. Schön finde ich eben auch, wie das Ganze hier wieder auf dem Frontcover aufgeteilt wurde. Aber wir müssen an der Stelle ganz kurz über den großen Elefanten im Raum sprechen, weil auch wenn das Frontcover-Artwork genauso ist, wie wir es eben von den letzten Doctor Who Mediabooks gewohnt sind, eine Kleinigkeit hat sich leider geändert und das ist was, das mir persönlich recht wehtut, es ist nämlich das Spine. Und wer mich kennt, weiß, ich bin absoluter Spine-Fetischist. Was ist passiert? Wir schauen einfach einmal zum direkten Vergleich zu den beiden Serials davor, nämlich zu Megalos und Verschollen im E-Space. Und wir sehen, dass eben grundsätzlich hier die unteren Elemente von dem Spine, wie eben die Bestellnummer, das Blu-ray und DVD-Logo, natürlich auf exakt derselben Höhe sind. Dass man sich eben sogar bei Pandastorm bemüht hat, dass Verschollen und Horror im E-Space hier oben gleich abschließen, aber das BBC-Logo und das Doctor Who-Logo sind auf einer anderen Stelle. Und ich weiß, das ist Arsch.
aber ganz ehrlich, es ist nicht das erste Mal, dass das passiert bei den Doctor Who Mediabooks. Und wie bereits beim letzten Mal wage ich jetzt an dieser Stelle zu unterstellen und zu behaupten, dass das nicht die Intention und nicht der Wunsch von Pandastorm war, dass das so passiert. Grundsätzlich muss man an der Stelle dazu sagen, dass die BBC sehr, sehr, sehr streng auf ihre IPs und vor allem eben auf das einheitliche Branding Wert legt. Deswegen musste man ja eben bereits einmal hier bei Pandastorm das komplette Doctor Who Mediabook Design überarbeiten und eben vom klassischen Doctor Who Logo auf das neue Doctor Who Logo wechseln, selbst wenn es sich um klassische Folgen handelt. Und wenn man sich da jetzt eben einmal die Spines im direkten Vergleich anschaut, so waren die schon wesentlich anders. Ich habe mich damals ziemlich geärgert drüber, weil natürlich im Regal die Einheitlichkeit flöten geht und ich es etwas kurzsichtig seitens der BBC finde, einfach nur auf die Einheitlichkeit jetzt in diesem Moment in den Geschäften zu schauen und nicht auf Sammlerregal, aber es ist auch irgendwie nachvollziehbar, dass sie das tun. Dann kam eben das neue Design hier zum Beispiel mit dem einzigen DVD-Only-Mediabook im neuen Look, nämlich Feuerplanet, wo das BBC-Logo natürlich ebenfalls ein klein wenig anders platziert ist als bei den anderen Mediabooks, aber das ist halt eben leider ein kleines Manko, das man nicht unerwähnt lassen darf, das mich natürlich als Fan von Einheitlichkeit im Regal ein bisschen stört, aber man muss halt eben auch wirklich dazu sagen, Pandastorm wird das zu 99% nicht zu verantworten haben und wenn es sich um eine Regelung von der BBC handelt, dann kann sich auch Pandastorm querstellen, so sehr sie wollen, da haben sie keine Chance. Schade! Aber leider unvermeidlich, man kann nur hoffen, dass eben in Zukunft dieses Design nicht noch öfter geändert wird, dass das Ganze halt möglichst einheitlich zumindest im Regal weitergeht. Wechseln wir jetzt einmal ins Innere von dem Mediabook. Da finden wir grundsätzlich diesmal das komplette Innendesign eben in einem bläulichen Look, so bläulich-violett, dass es eben auch wundervoll zum Frontcover-Artwork und zum farblichen Stil von diesem passt. Auf der linken Seite wartet eben die eine Blu-ray auf uns mit eben dem klassischen Kringelmotiv und auf der rechten Seite haben wir dann zwei DVDs ebenfalls mit einem ähnlichen Motiv, die jetzt eben da quasi auch in diesem Weltall schweben und sehr schön finde ich eigentlich, wie man so diese Galaxien und diesen milchstraßenartigen Look hier in das Innere von dem Booklet integriert hat. Dazu fliegt uns natürlich auch gerne an der Stelle wieder ein Episodenguide entgegen, der für mich als jemand, der erst vor kurzem mit klassischem Doctor Who angefangen hat, wirklich lebensnotwendig war, um ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was man wann und wie sehen kann. Schauen wir jetzt einmal durch das Booklet, das beginnt natürlich auch an dieser Stelle wieder sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache mit einem Vorwort von Adric-Darsteller Matthew Waterhouse. Wir finden dann dazu natürlich noch ein kurzes Essay über diese Episode an sich, etwas über den Regisseur, über den Darsteller von Roger und dann die Seite, die wir uns jetzt ein bisschen länger anschauen müssen, nämlich das Bonusmaterial. Grundsätzlich enthält die Blu-ray bzw. dann eben auch die zwei DVDs das gleiche Bonusmaterial und das ist in diesem Fall wieder absolut phänomenal. Was ich an dieser Stelle ganz besonders hervorheben möchte, ist der erste Audiokommentar, der bereits im Jahr 2009 aufgenommen wurde, der aber eben mit dem Darsteller von Adric, mit dem Regisseur und mit dem Autor ein wirklich geniales Trio an den Mikrofonen hat, die aus sehr verschiedenen Perspektiven absolut großartig darstellen können, was alles hinter den Kulissen der Produktion bei dieser Folge passiert ist und einige wirklich spannende Geschichten zu erzählen haben. Dazu gibt es dann auch noch einen 2019 produzierten Audiokommentar mit eben Lala Ward bzw. der Darstellerin von Camilla, der ebenfalls sehr, sehr interessant ist. Wir bekommen wieder mal einen Blick quasi hinter das Sofa, unter anderem eben mit Tom Baker, dem Doktor höchstpersönlich. Auch das wieder ein sehr, sehr spannendes Special. Die Art, wie diese Behind-the-Sofa-Specials aussehen, kennen Doctor Who-Fans ja mit wirklich wundervollen Kommentaren eben von einigen wirklich wichtigen Leuten, die an der Produktion beteiligt sind. Es gibt noch ein exklusives Interview mit Matthew Waterhouse, das 2019 auf der Timelash in Kassel aufgenommen wurde. Es gibt dann noch einige andere Hörbuchversionen. Es gibt noch einige sogar 35mm Aufnahmen von einzelnen Aufnahmen, die eben leider die einzigen sind, die es noch gibt, sodass man die Folgen halt nicht noch besser restaurieren hat können, sowie einige Featurettes, einige Specials und dann, wenn man die Blu-ray bzw. auch die DVD in das DVD-Laufwerk vom Computer einlegt, einige BD-ROM oder DVD-ROM-Specials inklusive der kompletten
Drehbücher. Wahnsinnig spannend, wahnsinnig umfangreiches, großartiges Bonusmaterial und auch in diesem Fall wieder, wie man es von Pandastorm nicht anders gewohnt ist, ein absolut hervorragendes und hochwertig verarbeitetes Mediabook. Und nachdem ich es bereits ganz kurz angeteasert habe, ist es natürlich jetzt an dieser Stelle bei Playzockers Blu-ray-Check an der Zeit, einen genauen Blick unter die Haube der Blu-ray-Veröffentlichung von Horror im E-Space zu werfen. Denn wir wissen ja, dass es bei Doctor Who aufgrund der Archiv- und Materialsituation bei der BBC, danke noch einmal dafür, nicht immer leicht ist, Folgen in guter Qualität bzw. Folgen überhaupt zu bekommen, aber wir wollen natürlich auch in diesem Fall wieder drauf schauen, wie das exakt bei Horror im E-Space ausgeschaut hat. Wie immer habe ich dafür einige Screenshots aus den 4 Episoden mitgebracht, die ich natürlich alles selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, aber ich musste die Bilder natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und vor allem für Doctor Who-Veteranen können wir diesen Teil ja verhältnismäßig kurz halten. Es handelt sich um einen Blu-ray-Transfer, wie man es von den meisten Doctor Who-Serials gewohnt ist. Ja, es gab leider in den Archiven der BBC auch an dieser Stelle nur mehr Material in SD, das ganz offensichtlich von einem analogen Master stammt und dann natürlich für die High-Definition-Version etwas aufpoliert wurde. Das zeigt sich natürlich eben einerseits dadurch, dass das Bild schon angenehm ruhig und relativ rauscharm ist. Dafür kann man natürlich etliche Filter auch erkennen anhand beispielsweise von diesen leichten Halo-Effekten an den Kanten, beziehungsweise dass ein paar Aufnahmen natürlich auch dezent überschärft sind. Aber natürlich können wir auch hier nicht lange um den heißen Brei reden, dass es sich de facto einfach um hochskaliertes Standard-Definition-Material von analogen Bildquellen handelt, aber das ist trotzdem das beste beziehungsweise einzige Material, das es von diesen Folgen noch gibt. Und da muss man dann natürlich ebenfalls positiv hervorheben, dass sich sehr wohl die Veröffentlichung auf der Blu-ray tatsächlich alleine deswegen auszahlt, weil eben jede der 25 Minuten langen Folgen circa 4 GB auf der Disc zu ihrer freien Verfügung hat und sich eben demnach auch die Kompression angenehm im Hintergrund halten kann, sowohl in den homogenen Hintergrundflächen als auch in den feineren Strukturen weder Block- noch Artefaktbildungen auffallen können und das Bild eben einfach so präsentiert werden kann, wie es halt noch erhalten ist. Interessanterweise ist die Qualität im Fall von Horror im E-Space trotzdem etwas wechselhaft ausgefallen. So sind beispielsweise die bei natürlichem Sonnenlicht im Wald gedrehten Szenen mit Romana bzw. dem Doktor noch etwas schöner, beziehungsweise die allerschönsten Szenen in diesem ganzen Serial sind die, die quasi in diesem großen Thronraum gedreht wurden. Da passt die Beleuchtung einfach am allerbesten, da wirkt das Bild noch am schärfsten, wobei es natürlich auch diesen leicht künstlichen Look nicht ganz verleugnen kann, wohingegen eben andere etwas dünklere Szenen dann noch verhältnismäßig etwas weicher wirken, noch etwas weniger Details zu bieten haben. Aber wie gesagt, für eine britische Fernsehproduktion aus dem Jahr 1980, die, wie wir ja bereits schon öfter besprochen haben, von der BBC auch alles andere als gut behandelt wurde, ist es trotzdem quasi einfach das Einzige, was es gibt. Und mich persönlich hat es beim Anschauen auch nicht wirklich gestört, weil es dann durchaus, muss man auch sagen, so ein bisschen einen nostalgischen Bildflair hat. Und Nostalgie ist ein Gefühl, das man beim Anschauen von Horror im E-Space definitiv aus mehr als nur einem einzigen Grund hat. Ja, wir haben es einerseits natürlich durch die Bildqualität bzw. die Präsentation der Folgen an sich, aber auch durch die Inszenierung, auch durch den Aufbau dieses vierteiligen Serials hat man bei mir die Nostalgieglocken wirklich läuten gehört. Horror im E-Space ist Doctor Whos Liebeserklärung an das klassische Dracula-Kino der Hammer Studios und das merkt man. Wunderschön atmosphärisch eingefangene Szenen, ein toller Soundtrack mit dazu und eine spannende Inszenierung und das trotz der Probleme, die wir hinter den Kulissen hatten. Und Doctor Who eben für seine langlebige Geschichte und Erfolgsgeschichte ist tatsächlich auch eben immer von zahlreichen Problemen begleitet.
eines davon liegt eben beispielsweise auch bei den deutschen Veröffentlichungen. Denn nachdem wir ja eben bereits öfter in diesen Videos über die schwierige Materiallage gesprochen haben, ist es eben auch das Problem, dass es von einzelnen Episoden zwar noch Master fürs Bild gibt, aber es gibt kein sogenanntes M&E-Track mehr. Das bedeutet eine separate Tonspur, wo nur die Musik und die Soundeffekte sind. Das, was man quasi das tägliche Brot als Synchronregisseur nennt, denn ohne das ist es schwer, eine Synchro anzufertigen. Polyband bei ihren Veröffentlichungen, vor allem eben vom zweiten und auch vom ersten Doktor, haben es geschafft, neue Synchros auch ohne M&E-Track anzufertigen, und bei Pandastorm wird es ebenfalls in Bälde notwendig sein, eben hier tatsächlich von Null auf anzufangen und Tonspuren komplett neu zu erstellen. Deswegen hat eben Pandastorm bereits angekündigt, dass die Neuveröffentlichung von neu synchronisierten Episoden wahrscheinlich im nächsten Jahr etwas langsamer ablaufen wird als dieses Jahr, weil eben einfach noch mehr Arbeit und noch mehr Aufwand und noch mehr Kosten hinter jedem einzelnen Release steckt. Stattdessen wird man den Releaseplan etwas aufputschen und bereits synchronisierte Folgen mit dem 6. und 7. Doktor ebenfalls als überarbeitete Versionen im Mediabook präsentieren. Aber solange Pandastorm einfach bemüht ist, das Bestmögliche aus den Doctor Who-Folgen rauszuholen, count me in. Horror in E-Space ist eine meiner persönlichen absoluten Lieblingsfolgen des klassischen Doktors. Wundervoll spannend, wundervoll präsentiert hier in diesem Mediabook. Vor allem für Doctor Who-Veteranen sowieso Pflicht. Aber vielleicht auch eine ganz interessante Sache für alle, die erst einmal hineinschnuppern wollen. Das ist eine großartige Veröffentlichung und eine, die ich euch wirklich empfehlen kann.